Rassismus ist für mich ungerecht, weil ich finde, dass alle Menschen gleich gut behandelt werden sollten. Etwas, das nicht in diese Gesellschaft passt und auch nicht gehört. Eine absolute Fehlfunktion im menschlichen Gehirn. Etwas, was wir hier nicht gebrauchen können. Ausgrenzung von Menschen, die anders sind. Das Unnötigste, was es auf dieser Welt gibt. Die Ausgrenzung der Menschen aus anderen Kulturen. Etwas, was immer noch viel zu viel vorkommt, aber eigentlich nicht mehr in diese Welt gehört. Spaß und dass wir viel lernen. Dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen und dass wir etwas verändern können. Dass es mir für meine Zukunft viel bringt. Dass die Menschen auf die Missverhältnisse in der Gesellschaft aufmerksam werden. Eine Menge Spaß und viele neue Erfahrungen. Dass wir damit unserem Projekt auch viele Leute ansprechen. Wir befinden uns heute in der Sparkasse. Wir befinden uns heute in der Sparkasse. Herzlich willkommen. Du bist ein Teil. Wir sind ein Ganzes. Fühle ich mich in der Pflicht, eben solche wichtigen Sachen anzusprechen und eine Meinung dazu haben. Und dass ich heute ein Teil des Ganzen sein durfte, fand ich schön und habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Marco, die Brillen! Dass es so facettenreich ist und doch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Mit so viel Presse. Dass alles so gut geklappt hat. So nah an die THW-Spieler ranzukommen. Dass sich viele Medien dafür interessiert haben. Dass, obwohl das Drehen so lange dauert, das trotzdem so viel Spaß bringt. Dass es sehr anstrengend hinter der Kamera sein kann. Dass Philipp Wiecher so unglaublich groß ist. Schon ein bisschen sexy. Thank you.
in der Sparkassenarena zu sein und mit den sozusagen Stars zu arbeiten. Den Pass zu Philipp Bicher zu spielen. Das Agieren und Zusammenarbeiten in der Gruppe. In der Sparkassenarena mit den THW-Spielern und dem ganzen Medienrummel zu drehen. Dass die Spieler vom THW so sympathisch waren. Zu sehen, was die Mädels für Fortschritte gemacht haben und wie toll sie mitgearbeitet haben. Dass wir die THW-Spieler persönlich kennenlernen durften. Vielleicht ist es nur der Ball, aber irgendwas landet im Wasser, ganz sicher. Springst du denn hinterher und holst ihn? Guck mal, sie teilt. Nimm es. Benno ist nicht nur im Recall, er ist auch in all unseren Herzen. Spots gegen Rassismus? Ja, habe ich in der Zeitung gelesen. Der bringt THW. Wie cool! Ja, das ist die Gute. Wenn jetzt Sommer wäre und eine Stunde Wartezeit wäre, wäre das ja richtig geil eigentlich, ne? Dann könnte man nämlich nicht so. Wenn jetzt Sommer wäre. Mal gucken, ob das klappt. Corinna. Ich mach mal weiter, Corinna ist schon vollkommen Kälte geschockiert. Dass man selber vielleicht mehr darauf achten sollte, nicht sofort in Vorurteile zu verfallen. Eine Menge neuer Erfahrungen. Dass man mit Zusammenarbeit sehr viel erreichen kann. Dass mein berufliches Leben wahrscheinlich in die Richtung gehen wird, mit der wir gearbeitet haben. Dass es sehr anstrengend sein kann, einen Film zu drehen und dass die ganzen Leute, die damit arbeiten, sehr viel zu tun haben. Dass man andere Menschen auf jeden Fall nicht nach dem Aussehen oder der Herkunft beurteilen sollte. Dass man, glaube ich, mit solchen Projekten ziemlich viel bewirken kann. Und es reicht auch schon, wenn man ein, zwei Leute erreicht. Dann hat man nämlich schon was geschafft. Thank you.
unglaublich lehrreich, umfangreich, sehr anstrengend, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach nur super schön. Etwas ganz Besonderes und sehr aufregend. Stressig, aber auch erfahrungsreich und eine tolle Zeit. Etwas, das ich, worauf ich stolz sein kann und das ich auch später in meinem Lebenslauf immer erwähnen werde. Total toll, weil ich endlich mal das, was ich im Studium gelernt habe, weitergeben durfte. Thank you.